Jetzt sind wir 19 Uhr, 19:04, also wir sind wirklich fantastisch in der Zeit heute. Es hat alles super geklappt, wie auf Schienen gelaufen. Also jetzt schon mal vielen Dank auch an alle Referenten, dass sie so super pünktlich auch waren und dass das alles so schön funktioniert hat mit dem Übergang. Ich freue mich jetzt, einen internationalen Redner begrüßen zu können. Er ist auch seit Jahrzehnten eigentlich Händler. Er ist auch an der Amsterdamer Börse Händler gewesen, Optionshändler, wenn ich das so richtig gelesen habe, und hat sein eigenes Daytrading-System entwickelt. Ich habe ihn in Frankfurt, damals haben wir die IB Days zusammen gemacht, übrigens auch eine Veranstaltung, die Michael Vogt ja als Livestream organisiert hat. Da habe ich ihn kennengelernt und da hatte er auch schon dieses Money-to-Work-TSS-System, was er uns jetzt auch gleich noch vorstellen will, im Gepäck gehabt. Und wie er mir im Vorgespräch verraten hat, hat er seitdem es immer wieder angewandt. Also daran sieht man auch, Kontinuität ist wichtig, um an der Börse Erfolg zu haben. Er hat es ein bisschen modifiziert. Ich würde mal sagen, wir sehen heute die Version 2.0. Und ich freue mich jetzt sehr auf Alois Mathiesen. Hallo Alois. Das Mikro müsste noch an. Ja, Ja. guten Abend, Stefan. Alois, da bist du. Sie hören mich jetzt? Ich höre Sie, jawohl. Okay, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch sehr. Und ich gebe jetzt mal den Bildschirm rüber. Ja, Moment mal. Und dann kann es losgehen. Screen, ja, es ist. Sehen Sie jetzt mein Jetzt Screen? sehen wir den Screen. Jawohl. Wunderbar. Also dann viel Spaß Okay. mit Matheisen. Dankeschön. Moment. Ja, herzlich willkommen beim Webinar aus Amsterdam. Ich möchte mich zuerst mal vorstellen, damit Sie wissen, wer ich ungefähr bin. Und dann gibt es einige Seiten, wo ich erzählen möchte, was nötig ist, um ein Daytrader zu sein mit Erfolg. Wenn man Daytrading macht, dann ist es nicht nur ein System kaufen, aber das ist auch die Mindsetting, das ist auch sehr wichtig. Mein Core Business, das ist Proprietary Trading, also das heißt Traden für eigenes Risiko und mit eigenem Geld. Ich bin kein eigentlicher Systementwickler oder Verkäufer. Es war zufällig, dass das System entwickelt war, weil ich einige Jahre her wurde ich älter und bekam ich etwas Probleme mit meinen mit meinen wie sagt man das? Ja, damit ich nicht so konsequent war. Und deshalb habe ich das entwickelt. Davor, ich bin in 1986 bin ich angefangen auf der Optionsbörse in Amsterdam als Floor Trader, Market Maker. In den 90er Jahren gab es zwei Investoren, die hatten sechs Händler und die haben mich gefragt, das Betrieb auszubauen. Das habe ich in einem Jahr ausgebaut nach 27 Trader, wovon die Hälfte Daytrader war und die andere Hälfte Market Maker. Und das war in der Zeit, dass Daytrading aus der USA eigentlich überkam. Wir hatten keine Erfahrung damit und ich habe ein Ausbildungsprogramm gemacht für Daytrader. Also da habe ich sehr viel Erfahrung mit gemacht. Ich habe jetzt schon mehr als 30 Jahre praktische Erfahrung in die Handel. Und auch ich habe natürlich beim Anfang Fehler gemacht und auch Geld verloren, genauso wie jeder das macht. Was ich immer mache, und das mache ich auch beim Trading, ich versuche immer alles so einfach wie möglich zu haben. Das ist auch in meinem Leben mache ich das, aber das ist auch mit dem System. Daytrading ist schon schwierig genug. Mach es nicht schwieriger, dann es schon ist. Und Erfolg, das ist kein Hokuspokus, aber das ist Fokus und Konzentration. Und sehr wichtig ist, dass sie konsequent sein. Das sind zwei Sachen, die sind sehr wichtig.
Zum Beispiel, wenn Sie einen, Entschuldigung, wenn Sie einen Chart sich ansehen, dann sieht man natürlich sehr viel und man weiß nicht immer, was es ist oder was es bedeutet. Aber wenn man das ganz einfach anschaut und man sagt, es gibt eigentlich nur ein Uptrend, ein Sideways-Trend und ein Downtrend. Und wenn man da so nach einer Chart schaut, man sucht nach einem Uptrend, man sucht nach einem Downtrend oder das hier, dann hat man schon etwas ganz einfacher gemacht. Einige psychische Bedingungen. Emotional soll man Selbstkontrolle haben. Das ist sehr wichtig. Das ist zum Beispiel, wenn man etwas hört oder in der Zeitung liest, man soll nicht immer auf alles reagieren. Man soll selber machen das, was man selber will. Mental muss man auch stabil und positiv sein. Und mit positiv meine ich, dass das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Und nicht, dass die Börse bis zum Himmel geht. Das ist natürlich nicht normal. Man soll sich selbst gegenüber sehr kritisch sein. Das ist auch sehr wichtig. Denn es ist natürlich ganz einfach, um zu sagen, wenn man Geld verliert, das liegt an das System oder es liegt an der Börse. Aber meistens liegt es eigentlich, ist die Schuld der Trader selber. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, der Suche nach Verbesserungen oder Änderungen. Das mache ich mit meinem System auch, aber das gilt auch für den Trader. Man soll immer sich versuchen zu verbessern. Man soll auch keine Dollarzeichen in den Augen haben. Das ist Geldgier. Geldgier ist sehr schlecht für einen Trader. Aber sie sollen motiviert sein und vor allem das Bleiben. Das ist sehr wichtig. Und was Sie natürlich auch brauchen, das ist ein Plan, ein Trading Plan. Das ist sehr wichtig, dass Sie einen Trading Plan haben und dass Sie das auch konsequent durchführen. Das hier ist aus einem psychologischen Test für Trader, was man benutzt bei der Ausbildung. Dann sagt man, okay, was sieht man hier? Und was man hier sieht, schauen Sie mal gut. Und eigentlich, was Sie sehen, ist das hier. Einen großen Kreis, zwei kleine Kreise und eine horizontale kleine Linie. Das ist eigentlich, was man sieht. Aber wenn das so wie hier gemacht ist, dann denkt unser Gehirn, aha, das ist ein Gesicht. Aber das braucht es nicht unbedingt zu sein. Und das ist sehr gefährlich, wenn man so nach einem Chart schaut. Man soll auch, wenn man einen Chart anschaut, sehr objektiv sein. Und nicht das sehen möchte, was man gerne möchte. Hier unten sehen Sie, das war der Mann mit Geldgier. Das hat es nicht geschafft in einer kurzen Zeit. Und dann macht er das. Aber das hier, der Mann oben, der weiß, was er will. Der kommt bestimmt hier. Und ob er dort kommt oder dort, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber auf einen Moment bekommt er Erfolg. Compounding, das ist, wenn Sie anfangen zum Beispiel mit 1.000 Euro und Sie haben ein Target pro Tag von 0,5%, dann können Sie mit einer Position anfangen von 20.000 Euro Dollar und dann brauchen Sie nur 3 Pips pro Tag. Wenn Sie das 200 Tage im Jahr machen können, dann werden die 1.000 Euro 2684 Euro. Natürlich kann keiner 200 Tage ohne Fehler arbeiten oder hat er viel Lust zu arbeiten. Das habe ich. Ich kann es auch natürlich nicht. Aber wenn man zum Beispiel ungefähr 30% davon machen kann, dann macht man es schon sehr, sehr gut. Und das ist eigentlich, warum ich das zeige hier, dass man nicht so viel Risiko eingehen braucht. Sie kennen vielleicht auch die Werbung, oft von amerikanischen Firmen, die sagen, wir haben 150 oder 250 Pips oder Punkte gemacht und schau mal, was wir verdient haben. Aber was die nicht sagen, das sind die Risiko, die eingehen.
Das kann mal sein, dass es ab und zu ein Drawdown gibt von 60-70%. Und das ist natürlich nicht die Art, wie man traden soll. Hier sehen Sie, wie ich meine Administration mache. Das ist von der DAX auf der 1 Minute. Das handele ich nur von morgens 9 bis ungefähr 10:30. Ich mache von jedem Tag, es ist ein Plus, eine Minus oder ein Break-Even-Trade. Und das am Ende der Woche, dann mache ich das hier, geht das zusammen. Und dann habe ich hier das zum Beispiel von 2019, das letzte Jahr, das vorige Jahr. Wenn Sie das System, was Sie so gleich sehen, wenn Sie das getradet hatten, dann hätten Sie 1842 Punkte bekommen können. Und das war von 9 Uhr bis 10.30 Uhr. Also wenn Sie das zum Beispiel mit 10 CFD gemacht hätten, wäre das 18.420 Euro. Hier sehen Sie zum Beispiel, das gelbe markierte hier, das war der Corona-Crash. Das ist das große Unterschied mit Aktienanleger. Die haben in der Zeit natürlich schlecht geschlafen. Aber für einen Trader war es natürlich eine sehr gute Zeit. Es war sehr einfach, Geld zu verdienen. Das sehen Sie hier zum Beispiel. Das waren die Punkte pro Woche. Und dan zien ze hier, dat is am 6. deze drie Wochen, dat waren zeer goed te handelen. Hier zien ze dat zum Beispiel die blauwe Linie hier, dat is das Resultat van 2019. En hier die orange Linie, dat is dieses Jahr, 2020 bis jetzt hier. En dat hier, dat war der Corona-Crash in März. Was ich auch habe, das ist ein Forum auf WhatsApp. Und da gibt es nur Leute, die mit meinem System arbeiten. Auch in Deutsch gibt es das momentan. Und das ist sehr einfach. Man kann dort Fragen stellen oder mit anderen Trader versuchen, etwas zu wissen zu bekommen. Das geht. Man findet das sehr schön. Jetzt gehen wir zum System. Hier sehen Sie das große Chart hier. Das ist eine Minute. Das hier, das ist das Plattform. Das ist MetaTrader 4. Und das hier, das ist eine Minuten Grafik. Hier rechts oben habe ich eine 5 Minuten Grafik. Und hier unten eine 15-Minuten-Grafik. In die 15-Minuten-Grafik, ja, da habe ich hier die Pivot Points stehen hier. Die werden jeden Tag automatisch gemacht. Ja, das ist so programmiert, das brauchen Sie nicht selber zu tun. Ja, hier sehen Sie PP, das ist Pivot Point. Ja, und da hat man hier Resistance 1, 2 und 3 und Support 1, 2 und 3. Was ich noch dazu gemacht habe, das ist hier zum Beispiel Yesterday High, das ist der High von gestern. Yesterday Low, der Low von gestern. Und die gelbe Linie hier mit DO, das ist der Daily Open. Und der ist in der DAX sehr wichtig. Denn man sieht sehr oft, dass wir, zum Beispiel wie heute Morgen, nach der Öffnung geht es runter und dann kommt es nochmal zurück. Und dann sieht man oft, dass es Widerstand ist. Oder wenn es hoch geht und etwas terugkomt, dann kann es auch Unterstützung sein. Man sieht oft, dass die Pivot Levels, so wie hier auch, ein Widerstand sind oder Unterstützung. Aber es ist natürlich nicht so, dass der Markt genau macht, was die Pivot Points machen. Wenn der Markt runtergehen will oder hochgehen will, geht er natürlich. Denn die Kräfte die sind so stark. Sonst wäre es natürlich zu einfach, wenn man heute berechnen kann, was morgen alles zu sehen ist. Zo einfach is het natuurlijk niet. Maar Sie sehen hier auch zum Beispiel, es geht hier durch, ist S3. En dan komt es hier zurück, hat es Widerstand, geht es darüber und hier wieder, geht es wieder nach unten, kommt es einmal zurück und dann geht es hier runter.
Das sind eigentlich die schönsten Zeiten für zu traden. Hier rechts oben, das ist eine 5-Minuten-Grafik. Sie sehen hier auch die F, das ist die Öffnung von Frankfurt. Sie sehen hier fängt die gelbe Linie an. Das ist die Daily Open. L, das ist London, das ist 9 Uhr unsere Zeit. U, das ist 14 Uhr unsere Zeit nach dem Mittagessen. Und W, das ist Wall Street Öffnung. Das ist eigentlich keine Moving Average, es ist eigentlich ein PMA, so wie wir das genannt haben. Das ist ein selber gemachter Moving Average und die braucht man, die kann man nicht verwenden als Unterstützung hier oder hier, wenn es runtergeht, als Widerstand. Aber es geht hier nur um die Farbe. Wenn es blau ist, dann zeigt das, dass das Momentum hoog geht. Und wenn es orange ist, dann geht das Momentum runter. Und das ist eigentlich das Wichtigste hier, was man hier hat. Was man natürlich auch wissen soll, dass die ersten zwei Signale, zum Beispiel wie hier, das sind die Signale mit dem wenigsten Risiko. Daytraden ist sehr wichtig, dass man immer versucht, die Risiko so klein wie möglich zu haben. Denn das Problem ist, wir wissen immer, wenn wir eine Drehung haben hier in der Markt, oder hier einen Boden oder einen Topf, man weiß, es kommt einmal ein Boden hier, aber man weiß nicht, wann das kommt. Das ist das Problem. Und deshalb ist es am besten, wenn man so schnell wie möglich reingeht hier, für ein Short Trade oder wenn es hoch geht für ein Long Trade. Aber das Problem ist natürlich, wenn man das zu schnell macht nach einer Drehung, dann kann es sein, dass man zu viel Verlusttrades hat. Und das ist das Schwierige bei Daytrading, die Timing der Trades. Das ist sehr wichtig. Und hier das große Schirm, was Sie hier sehen, das ist die 1 Minute. Ja, das ist im Grunde genommen das gleiche System wie hier in den 5 Minuten. Und das arbeitet ungefähr gleich. Aber das Unterschied ist, dass ich hier in der 1 Minute möchte ich eine Bestätigung haben, hier unten von meinem Indikator. Und zum Beispiel, ich soll das mal... Zo... Hier sehen Sie, dass die Farbe ändert zich van blauw naar orange. Dan hebben we hier dat eerste signaal. En dan zien Sie hier unten, hier, dat is hier deze indicator. Dat is, ja, wie sagt man, dat is een familie van de MACD. Maar die hebben we etwas geändert. En Sie sehen hier einen Punkt. Wenn es einen Punkt gibt, sollen Sie nicht traden. Auch weil es natürlich hier über der Nulllinie ist, dann ist es grün. Denn wenn das grün ist, dann soll man eigentlich, wenn man tradet, nur long traden. Und wenn es rot ist, soll man short traden. Nou, dann wartet man bis der nächste Signal. Und dann sehen Sie hier bei der nächsten Signal, dann sind wir hier gerade unter der Nulllinie. Und dann ist das eine Bestätigung für einen Trade. Ich schaue dann nach der Low von dieser Kerze, das ist 36, und dann nehme ich minus 5 Punkte. Und das hat alles zu tun mit der Volatilität der Markt im Moment. Voriges Jahr waren das nur, nahm ich nur 3 Punkte, aber jetzt nehme ich 5 Punkte. Also der Low ist 36, minus 5 ist 31. Muss ich mal rechts schauen. Das ist hier ungefähr. Und dann sehen Sie, in der nächsten Minute wird der Order getriggert. Ich arbeite immer mit einem Sell-Stop oder einem Buy-Stop. Ich soll Ihnen das gleich mal zeigen, wie das arbeitet. Und dann gehen wir hier rein, automatisch. Ich habe einen Stop-Loss im Moment von 15 Punkten. Das ist hier. Und ich habe ein Target von 15 Punkten. Das ist hier ungefähr. Nou, Sie sehen, hier hätte man die 15 Punkte einfach bekommen können. Das war hier unten war es ungefähr 17 Punkte.
Aber im Moment, wenn ich zum Beispiel 8, 9 oder 10 Punkte verdienen kann, dann schließe ich meistens meinen Trade. Und das kann ich machen. Ich brauche nichts sitzen zu bleiben bis die 15. Denn man weiß natürlich nie, was der Markt macht. Natürlich, ich habe auch lieber, dass ich die ganze hier mit nach unten nehme von 70 Punkten. Aber das weiß man nicht vorher. Und das ist eine Eigenschaft von Daytrading, das ist das Sammeln von kleinen Gewinnen. Hier haben wir dann ein neues Signal, das wird auch bestätigt unten in der Indikator hier, Sie sehen, das ist rot. Schaue ich wieder nach der Low hier und das ist im Moment 12 minus 5, das wird also 7 und das ist hier. Und dann ist es 1, 2, 3, 4, 5 Minuten. Nach 5 Minuten wird er hier getriggert. Wenn mein Order nach 5 Minuten nicht getriggert ist, dann cancel ich die. Das ist, weil ich ganz nah an dem Markt operiere, soll es eigentlich auch schnell passieren. Aber hier war es dann in de 15 Minuten und hier haben Sie schon wieder 10 Punkte. Und was ich auch mache in de DAX, wenn ich auf 4, 5 Punkte im Gewinn bin, dann ziehe ich mein Stop los nach Break-Even. Ab dem Moment kann man kein Geld mehr verlieren. Das ist wieder das Risiko so klein wie möglich versuchen zu halten. Und hier haben Sie schon wieder einen Trade. Das war der Low als 91. Also das wird 86. Das ist hier 1, 2, 3, 4, auch in de 15 Minuten geht wieder runter. Hier haben wir 9 Punkte. Und wenn ich dann zum Beispiel so wie hier das sehe, dann nehme ich hier 8, 7 Punkte Gewinn. Weil man weiß natürlich nie, was es machen kann. Denn wir haben hier schon eine Bewegung gehabt. Und es bleibt natürlich nicht immer runtergehen. Und so geht es weiter. Hier zum Beispiel haben wir noch ein Signal. Sie sehen hier ein Short-Signal in der Grafik, aber der wird nicht bestätigt unten im Indikator. Es gibt hier einen Punkt und dann soll man nicht handeln, nicht einen Trade machen. Mit diesem Trade genau das gleiche hier. Und dann haben wir hier rechts unten, das ist das als Order Management, das heißt BM Buy Market und Sell Market, dann handelt man auf der Kurs, die jetzt hier in der Grafik steht. Und BS und SS, das ist ein Buy Stop und Sell Stop. Und die kann man selber einstellen. Hier habe ich das steht 150, aber das sind 15 Punkte. 15 Punkte Stop los. Und Stop Room, das ist die Abstand, wenn ich hier auf klicke, auf BS oder SS, wo die Order liegen kommt von der heutige Kurs. Ja, das ist, was ich soeben gemacht habe mit die 5 Punkte ungefähr. Und Sie können natürlich selber auch die Lot Size einstellen. Das ist, können Sie alles machen, so wie Sie das selber wollen. Nou, we hebben jetzt eigenlijk geen richtige signaal hier. Trotzdem zal ik mal zeigen, wie dat gaat. Zum Beispiel een BS. Mag ik hier? Sie sehen hier die grüne Linie. Dat is 5 Punkte über de Kursen auf dem Moment, als ik geklickt habe. Jetzt kunnen we met de Order kunnen we verschieben. Hier sehen Sie Target Profit, waar es ein Long Trade ist, und hier unten ist der Stop Loss. Und das geht mit. Die Abstand, die bleibt gleich. Man kann auch manuell den Target Profit ändern, oder den Stop Loss, die kann man auch ändern. So. Und wenn man sagt, okay, ich möchte die Order nicht mehr, oder ich habe etwas falsch gemacht, klickt man auf Stop, und dann ist es verschwunden. Wenn man hier mit BM zum Beispiel, Buy Market, Sie sehen, jetzt sind wir auf der Kurs jetzt hier reingegangen und man fängt immer an mit einem Verlust, denn das ist das
der Spread der Broker. Das ist normal. Und jetzt können wir den Stop Loss mit diesen zwei Tasten ändern. Zum Beispiel, wenn ich hier auf grün SL klicke, dann sehen Sie, dann geht der Stop Loss ein Punkt hoch. Und so kann man auch einen Trailing-Stop machen. Man kann es natürlich auch manuell machen. Das ist auch möglich. Kann es hier liegen. Nou, jetzt sehen Sie, wir haben 3-4 Punkte Gewinn. Wenn ich jetzt sage Stop, dann haben wir das, die Gewinn haben wir in der Tasche. Das System ist nicht speziell programmiert für den DAX oder für den Forex. Wir gehen jetzt nach Forex. Aber es ist eigentlich für alles, was bewegt, ist es, kann man es verwenden. Denn was ich bin immer auf der Suche nach das Momentum in der Markt. Das ist für mich wichtig. Was ich brauche, das ist Volatility in der Markt. Es soll beweglich sein. Und natürlich auch am liebsten einen Markt mit viel Volumen. Das ist natürlich besser, weil dann immer der Spread etwas kleiner ist. Hier sehen Sie zum Beispiel der British Pound US Dollar. Was Sie in der Forex machen können, zum Beispiel, wenn Sie das hier einstellen, mit der Take Profit auf eine Minute handele ich für 5 Pips Take Profit und 5 Pips Stop Loss und Stop Room, das sind 2 Pips. Also mit der BS und der SS liegt der Einstieg dann 2 Pips über der Preis oder unter der Preis. Aber was man hier auch machen kann, die Lot Size, die kann man auf 0.0 setzen, einstellen und dann, wenn man zum Beispiel hier 0.5 eingibt, dann berechnet das System, wie groß Ihre Position sein soll, wenn Sie, damit Sie nicht mehr als 0,5% verlieren von Ihr Konto, wenn Sie ausgestoppt werden auf 5 Pips. Das ist also das, eigentlich das optimale Money Management. Denn das bedeutet, wenn Ihr Balans, Ihr Konto größer wird, wird Ihre Position größer, verlieren Sie Geld. Und Ihr Konto wird kleiner, dann wird Ihre Position automatisch kleiner. Das ist eigentlich das optimale Money Management. Nou, wir haben hier auch im Moment auch kein Signal. Ich hätte mal noch eine Frage aus dem Publikum, Alois. Ja. Und zwar, auf welchen Parametern basieren die Signalpfeile, die da zu sehen sind? Ja, das sind einige Momentum-Indikatoren, die wir, worauf wir das basieren. Die werden berechnet und die machen entweder, ob es einen blauen Pfeil wird oder einen orange Pfeil. Ah ja. Mhm. Das ist für mich immer das Wichtigste, dass ich bin immer auf der Suche nach das Momentum in der Markt. Wenn man das weiß, dann hat man schon 75% von das Problem gelöst. Dann braucht man nur noch zu sagen, okay, wann gehe ich rein und wann gehe ich raus. Das ist natürlich sehr, das passiert sehr viel mit Trader, dass man eigentlich tradet, weil der Kurs eine andere Seite hingeht. Das ist immer schwierig. Man soll immer versuchen, es ist ganz einfach, im Englisch sagt man go with the flow, aber das soll man eigentlich immer versuchen. Ja, also immer mit der Bewegung mitgehen, sozusagen, mit der vorherrschenden. Ja, ja. Na, hier gibt es auch. Ja, Sie sehen hier zum Beispiel auch mit den 15 Minuten, hier sehen Sie auch wieder die Yesterday Low, das war heute in der Pound US Dollar, Widerstand. Hier war es auch wieder Widerstand, hier ist es ungefähr Unterstützung hier. Und deshalb habe ich die Levels in der 15 Minuten stehen, damit ich weiß, okay, wir sind jetzt in der Nähe von so einem Bereich, dann soll ich sehr vorsichtig sein.
Und dann kann man, dann sieht man auf der 1 und der 5 Minuten, sieht man am besten, wenn der Kurs wieder dreht oder durchgeht. Und wenn man zum Beispiel auf eine Minute Traden zu aggressiv findet, kann man das auch, das System auch auf 5 Minuten handeln. Das ist zum Beispiel hier. Sie sehen hier oben habe ich 5 Minuten Grafik. Hier links oben, das ist Euro-Dollar, British Pound-Dollar, Dollar-Yen. Und Dollar Schweizerische Frank. Das sind die 4 meist gehandelte Pairs. Und unten habe ich die 1 Minute Grafik, aber da brauche ich nicht die Grafik, aber nur den Indikator. Wenn ich zum Beispiel hier habe ich ein schönes Vorderbild in der Pound Dollar. Hier haben wir ein Sell Signal in 5 Minuten, aber der Indikator auf 1 Minute, der sagt nein. Das Momentum ist in diesem Moment, geht das nicht runter. Das Momentum nach unten wird weniger. Und deshalb gibt es hier die Punkte. Die Punkte, die bekommt man, wenn diese 2 Linien einander kreuzen. Hier sehen Sie das auch. Hier hat es auch angefangen. Sehen Sie? Und das zeigt, dass das Momentum nach unten weniger wird. Also wenn man dann ein Short Trade macht, dann hat man mehr Risiko. Und das ist, was ich nicht mag. Sie sehen es jetzt. Und es kann natürlich passieren, dass wenn man hier jetzt einen Order, ein Short Trade hinlegt, dass der Markt mal ganz schnell runtergeht und wieder zurückgeht. Das passiert manchmal. Und das kann man oft mit dieser Zusammenarbeit, ja, wie sagt man das, voorkomen. Dass das nicht passiert. Man kann de timing kann man etwas, ja, etwas agressiver machen. Hier sehen Sie genau das gleiche in de dollar yen. Sehen Sie auch, komt das auch hoog. Want hier zum Beispiel aan de rechterseite, dat is de dollar Schweizerische Frank. Hier hebben we nur long signalen, want hier is de 1 minute unter de nullinie. Want dat zeigt, dat das Momentum in diesem Moment gar nicht nach oben geht. Das ist eigentlich ziemlich neutral. Und das sieht man hier auch. Denn dann soll man besser nicht handeln. Also mit der Momentumverfolgung über den MACD wird praktisch verhindert, dass man Fehltrades macht. Oder das ist das Ziel. Ne? Ich filter das so ein bisschen raus. Genau, ja, ja, ja. Das ist genauso wie hier mit hier auch. Das sorgt dafür, dass man nicht short geht oder long geht, wenn das Momentum weniger wird. Hier sieht man, dass das Aufwärtsmomentum weniger wird. Dann soll man nicht mehr long traden hier. Ab hier kann man das besser nicht mehr machen. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, es hätte gut gewesen, aber das weiß man natürlich nie, wenn man hier ist. Hinterher ist alles viel einfacher. Aber es geht darum, dass wenn man jetzt hier ist, was macht man das? Was macht man dann? Das ist sehr wichtig. Und deshalb muss man da sehr konsequent in sein. Und das ist natürlich das Vertrauen, was man braucht im System. Und das dauert einige Zeit, bevor man sieht, dass das sehr oft sehr gut ist. Und dann kann man die Trades machen oder dann kann man auch einfacher sagen, okay, diese Trade, die mache ich nicht. Ich warte. Und dann kann man viel besser warten, bis man wieder hier etwas runter geht. Oder vielleicht kann es auch wieder hoch gehen. Aber man soll sehr konsequent sein in die Signalen. Das ist sehr wichtig. Okay. Ja, hier jetzt. Ja, es kommt noch kein blauer Pfeil. Aber wir sehen hier jetzt einen Dreh.
En man sieht das natürlich auch hier ein Boden, doppelter Boden. Ja, das kann auch das anzeigen. Man sieht hier auch, dass dieser Boden höher ist als hier. Ja, das ist eigentlich Divergenz, wie man das positive Divergenz, wie man das sagt. Und jetzt hat die Berechnung hat jetzt schon gesehen, okay, wir können hier höher gehen, aber es wird noch nicht bestätigt. Wir können besser warten, bis wir hier einen neuen blauen Pfeil haben. Denn es kann natürlich sehr gut sein, dass es hier, so wie hier, etwas Widerstand gibt. Wenn es dann wieder etwas runter geht und dann wieder hoch geht, dann bekommen wir als neue einen Pfeil und dann ist es ein besserer Trade. Auch weil man dann weniger Risiko hat. Wenn man jetzt noch long geht, hat man das Risiko, dass es hier wieder dreht. Das weiß man nicht. Das ist immer das Problem natürlich. Man weiß nie, was der Markt machen will. Und deshalb soll man immer versuchen, wenn das Momentum da ist, dann soll man traden. Sie sehen jetzt, man sieht jetzt, dass es etwas schwieriger wird. Vielleicht ist es in de euro-dollar etwas zu sehen. Even kijken, waar is dat? Hier. Nou, hier hebben we, ja, hier hebben we deze waar in orde. Zien Sie? Hier een blauwe pfeil, hier de PMA waar blauw en unten waar is grün. Nou, jetzt. Gibt es hier wieder eine, noch eine. Aber wenn Sie zum Beispiel das zu spät sehen, machen Sie dann nicht jetzt noch, dass Sie sagen, okay, jetzt gehe ich mal in den Markt, dann kann ich vielleicht noch mit profitieren. Das kann man besser nicht machen. Denn das ist oft, sind das falsche Trades, Verlusttrades. Man kann viel besser warten, bis man wieder ein neue Pfeile bekommt und das ist die Disziplin, die man haben soll. Auch hier wieder sieht man, hier kann es Widerstand geben hier. Man sieht es auch jetzt in diesem Moment. Und da kann man besser warten, was der Markt jetzt macht. Geht er wieder zurück nach unten oder macht er nur ein kleines Stück zurück und geht er dann wieder hoch. Und wenn er dann wieder hoch geht, dann gibt es auch weer ein neues Momentum in der Markt. Das ist immer das Wichtigste, das Momentum, die Kraft, um zu steigen oder die Kraft, um zu, nach unten zu gehen. Hier in der S&P 500. Ja, im Grunde genommen, wenn Sie mit dem System arbeiten können, können Sie überall damit arbeiten. Denn das System schaut nicht nach das Produkt, aber die schaut nur, gibt es Momentum in der Markt. Das ist am wichtigsten. Nou, hier haben wir vielleicht ein Signal sogleich. Sie sehen hier oben, hier steht Time Left. Das zählt herunter nach Null. Und wenn dort sogleich wird das 19 Sekunden, dann wird das rot und etwas größer. Hier sehen Sie. Und wenn es dann noch 2-3 Sekunden stehen und es gibt noch immer diese Pfeil und wir haben hier noch immer die Bestätigung, dann kann man sagen, okay, jetzt mache ich einen Buy-Stop. So wie jetzt, sehen Sie. Jetzt bei 3 Sekunden habe ich einen. Na, man kann, wenn man sagt, okay, das ist etwas zu nah an der Kurs, dann kann man das natürlich etwas ändern. Man kann dann sagen, okay, dann lege ich es hier hin. Aber hier gibt es natürlich auch noch Widerstand. Das weiß man natürlich nicht. Man kann auch, wenn Sie lieber haben, dass das hier kommt, ist auch gut. Aber man kann natürlich auch versuchen, hier rein zu gehen. Und dann sehr schnell mit der Stop-Loss nach Break-Even zu gehen. Aber Sie sehen hier an der Indikator, sehen Sie schon, dass das Momentum in diesem Moment etwas abnimmt. Das sieht man natürlich auch in die Kerzen hier. Aber es ist nicht immer ganz einfach in der Chart zu sehen, was das Momentum macht.
Und deshalb verwende ich das hier dazu. Sie sehen natürlich auch hier auf der 15 Minuten, dass es eigentlich nicht so viel Chance gibt, heute hoch zu gehen. Denn es ist hier sehr stark nach unten gegangen, der S&P. Und jetzt sehen Sie hier einen roten Punkt. Und dann können Sie am besten die Order schließen. So, jetzt ist sie wieder verschwunden. Und das ist, warum ich nicht ein Market Order nehme. Wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich jetzt schon ein Verlusttrade gehabt. Ich mache immer die Abstand zwischen den Kerzen und der Order, weil der Markt soll den Raum haben zu bewegen. Und ich nehme an, dass wenn der Markt den Raum gebraucht hat und dann hier hoch geht, dass dann das Momentum zunimmt. Aber Sie sehen jetzt hier schon, kommen wir wieder zwei Punkte. Und das zeigt, dass das Momentum, es ist immer noch, solange es über der Nulllinie ist, kann man sagen, dass es aufwärts ist. Aber es wird im Moment weniger, die Aufwärtsmomentum. Und dann soll man keine Long Trade machen. Denn es ist immer so, ich sage immer, Geld verdienen, das fängt an mit versuchen, kein Geld zu verlieren. Vielleicht sagen die, ja, das ist natürlich, aber das heißt, dass sie auch die Trades, wo sie etwas mehr Risiko eingehen sollen, die müssen sie nicht machen. Das ist sehr wichtig mit Daytraden. Versuchen nur die beste Trades zu machen. Und das kann man zusammen mit dem System und dem Indikator, kann man das machen. Sie sehen jetzt, hier bekommt eine orange Pfeil. Denn wenn man hier eine blaue hat und dann ganz schnell eine orange Pfeil hat hier, das heißt, dass eigentlich die Berechnung rundum die Nullpunkt ist hier. Denn es kann sein, dass es auch wieder gleich ein blauer Pfeil nach ein oder zwei Kerzen bekommen. Man kann es auch verwenden für Bitcoins. Ich weiß nicht, ob Sie interessiert daarin zijn. Ik mache nichts in Bitcoin. Maar dat kan man ook. Maar dan soll man die timeframes, die soll man ändern. Hier is zum Beispiel, dat is niet 1 minuut, maar dat is 1 Stunde. Hier rechtsoben heb ik een 4 Stunden Chart. En unten een Daily Chart. Maar Sie sehen, ook daarvoor kan man es verwenden. Het is zeer veel mogelijk. Nasdaq gibt es auch. Ja, ich nehme an, es ist auf alle möglichen Märkte anwendbar. Entschuldigung? Ich nehme mal an, es ist auf alle möglichen Märkte anwendbar, ne? Also ja, genau. Ja. Deshalb, wie ich gesagt habe, das System schaut nicht nach das Produkt. Aber die schaut nur, gibt es Bewegung, gibt es Volatility in der Markt? Das ist, was wir berechnen. Und deshalb kann man es eigentlich für alles, was bewegt, kann man es verwenden. Sehr gut. Hier zum Beispiel, hier habe ich links habe ich den DAX auf eine Minute. Und rechts der Pound-Dollar auf 5 Minuten. Und das mache ich selber oft so. Ich habe nämlich gesehen, die letzten zwei Jahre, dass der DAX auf eine Minute mehr verdient dan auf 5 Minuten. Auf eine Minute ist er besser. Und das hat natürlich alles zu tun mit der Volatilität von der DAX. Aber wenn man das bei der Forex-Markt sieht, dann war die letzten zwei Jahre die eine Minute ungefähr gleich mit den 5 Minuten. Und dann sage ich, okay, wenn es keinen Unterschied gibt,
dann trete ich lieber auf die 5 Minuten. Denn das ist etwas einfacher, ist etwas weniger anstrengend. Und dann kann ich das mit einer Minute von der DAX kombinieren. So kann man das eventuell zusammen machen. So kann man diese Schirm auch anwenden. Und hier habe ich natürlich hier dann die eine Minute mit dem Indikator. Hier rechts wieder die 15 Minuten und hier auch für den DAX 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Wenn Sie noch etwas fragen möchten, kein Problem. Ja, die Frage ist natürlich jetzt von den Zuschauern, wie bekommen Sie denn dieses System? Also wie können Sie das bekommen, dass Sie das auch nutzen können? Weil wir bieten ja bei WH7Invest auch den MT4 an. Entschuldigung, das habe ich nicht gut verstanden. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Wie kommt man zu diesem System jetzt, zu dieser Programmierung? Sie meinen, wie man das kaufen kann oder wie das programmiert ist? Ja. Ja, das hat ungefähr 2 Jahre gedauert. Ich habe das zusammen gemacht mit einem Programmierer. Und ich habe gesagt, okay, das und das, das möchte ich haben. Aber das war natürlich sehr schwierig. Und ich habe sehr viel nicht in Ordnung gefunden. Und ich habe alles in der Praxis getestet. Und deshalb hat es fast 2 Jahre gedauert. Bevor das System eigentlich richtig arbeitete. Doch nicht so einfach. Ja, wir haben es auch, glaube ich, für die Nanotrader, ne, haben wir das ja auch, ne, im Store. Nein, so wie hier, was Sie sehen, gibt es nur für MetaTrader 4. Ah, okay, alles klar. Ja, und das Problem mit einem System war, dass es ist natürlich nicht so schwierig, um Signale zu bekommen, aber es geht darum, ich möchte Signale haben, womit ich mindestens die Chance habe, dass ich break-even rauskomme. Was ich eben auch gesagt habe, ich versuche immer so wenig möglich Risiko einzugehen. Ich habe das auf der Beurs auch gesehen, die Leute, die viel Risiko nahmen, die haben manchmal sehr viel Geld verdient, aber dann ein Jahr später waren die verschwunden, weil die kaputt gegangen waren. Und die Kollegen, die genau wie ich eigentlich sehr gut Risk Management gemacht haben, das waren immer die Leute, die am längsten auf der Börse arbeiten. Man soll immer, deshalb arbeite ich auch immer mit einem Stop-Loss. Das ist, um das Trainingkapital zu schützen. Genau. Und zum Beispiel, ich habe auch eine Regel, wenn man 3 Trades hintereinander macht, die Verlust sind, soll man stoppen. Denn dann stimmt etwas nicht. Es kann sein, der Markt, es kann sein, dass im System etwas nicht gut ist, oder es kann sein, dass Sie das nicht gut machen. Aber dann soll man stoppen. Denn es komt eigenlijk ganz selten voor dat es 2 falsche Signale hintereinander gibt. Und wenn es passiert, ich habe es mal gehabt, und dann sieht man zum Beispiel, dass man 2-mal short geht und dann später geht, und dann weiß man, wenn man dann ausgestoppt wird, dass der Markt eigentlich hoch gehen will. Und das sieht man das auch oft, dass der Markt dann danach hoch geht. Hier zum Beispiel wie hier in de Euro-Dollar hat man 2 Sell-Signale und dann geht es nicht runter, dann weiß man eigentlich schon, okay, wahrscheinlich geht es später hoch. Und deshalb verwende ich hier diese Indikator, um zu sehen, ob das richtig ist, um hier short zu gehen oder nicht. Ja. Das war 16,45. Das ist hier, wir können mal schauen, wie das war. Wie kommen denn die Zuschauer jetzt dazu, wenn sie dieses System handeln wollen?
Entschuldigung, die? Wie kommen die Zuschauer dazu, wenn sie dieses System handeln wollen? Müssen sie mit Ihnen Kontakt aufnehmen oder? Ja, ja, weil es hier in Holland und Belgien sehr viele Leute gibt, die Daytrading machen. Ja. Ja, aber wie können denn unsere Zuschauer jetzt das System bekommen? Die können das kaufen, ne? Das zeige ich Ihnen so gleich. Ja, wunderbar. Darauf wollte ich hinaus. Ja, ja, ja. Ja, hier sehen Sie, das war hier 16:45 war das Signal. Und hier sehen Sie unten 16:45 war unten hier gab es einen Punkt und ging es gleich ins Grün. Und so kann man das zum Beispiel hier etwas besser machen als das System. Nou, dan gaan we jetzt nochmal zurück. Moment. Zo. Wenn Sie zum Beispiel interessiert sind in diesem System, dann können Sie natürlich WH Self Invest eine Mail schicken. Sie können das auch nach mich machen. Das hier ist mein Website, das ist moneytowork.com. Sie können auch eine Mail schicken nach info@moneytowork.com. Und das System, das wird von mich installiert. Es kostet 877,25 €, das ist inklusive Mehrwertsteuer. Das ist installiert, vollständig installiert, einmaliger Kauf, keine weiteren Kosten. Und für dieses Mal habe ich ein speziell Angebot, dass ich 10% Rabatt gebe, wenn Sie das System vor dem 1. Dezember kaufen. Und Sie können das. Und Sie können hier, können Sie auch nach dem Website gehen, können Sie auch eine Mail schicken oder nach info@moneytowork.com. Alles klar, dann haben wir die Frage doch auch geklärt. Sehr schön. Ja, ich. Entschuldigung? Haben Sie noch was im Petto? Oder sind wir durch? Gibt es noch Fragen von Besuchern? Oder nicht? Also das war jetzt eigentlich genau das, was jetzt nochmal am Bremsen waren, dass Sie oder uns anmailen, ne, um an dieses System zu kommen. Ansonsten habe ich jetzt hier keine weitere Frage. Nein, ja, wir haben im Dezember haben wir auch speziell für die WH Self Kunden auch ein Webinar noch. Okay. Wenn Sie interessiert sind, können Sie da auch für sich anmelden. Genau, ja, super. Also man findet ja auch die Webinare immer auf unserer Seite. Ja. Das ist ja gar kein Problem. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese tolle Erläuterung. Das sieht wirklich super interessant aus. Und ich denke, es hat auch den Zuschauern gefallen. Ich habe hier sehr positive Kommentare dazu. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie Teil unseres Trainingpakets waren. Alois Martijn aus Amsterdam. Herzlichen Dank und Sie allen herzlichen Dank für die Interesse und Entschuldigung für mein Deutsch. Alles gut. Wir konnten alles verstehen. Es war okay, schönen Abend. Okay. Vielen Dank.